Danke für das freundliche Intro. Ja, genau, wir haben uns, wenn auch digital, dann doch mal wieder in der Chausseestraße versammelt bei Herting und wollen heute ein paar Sachen erzählen zu, ja, wie kann man eigentlich Daten nutzen, wie kann man Daten, die anfallen, nutzen, was muss man sich dabei überlegen. Und ich würde mal eine kleine Präse sozusagen freischalten. Und ja, nahtlos übergehen in was wir heute vorhaben. Kurzen Satz vorher noch zu uns. Herr Mörike hat gesagt, wir arbeiten schon lange mit dem SIBB. Viele der Zuhörenden werden uns vielleicht auch kennen. Der Daniel Schätzle ist unser Mann in dem Forum, was hier Veranstalter ist. Aber sowohl Corinna Grasmück als auch ich, Martin Schirmbacher, haben in der Vergangenheit ja auch schon verschiedentlich vorgetragen. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was uns in der Praxis sehr viel begegnet zurzeit und tatsächlich ja, mehr oder minder von allen Unternehmen, der kleine Mittelständler, der irgendwie Daten hat oder haben möchte, aber auch Agenturen, die Zugriff auf Daten haben. Und in der Tat ist es so, wie es Herr Mörike auch schon angedeutet hat, ja, viele Daten fallen halt einfach an. Sie sind da, sie werden erstmal gesammelt und dann schaut man später, was man damit machen kann. Und der Datenschutz, ja, wir lieben ihn alle, wir vielleicht noch ein bisschen mehr als manche, die hier zuhören. Der spielt natürlich eine relativ große Rolle dabei. Ja, was wir, und der Datenschutz, sollte ich vielleicht sagen, greift vor allem dann oder ist vor allem dann ein Problem, wenn es, oder nur dann ein Problem, wenn es um personenbezogene Daten geht. Und das wird dann auch gleich der Auftakt sein in unsere kleine Runde, was wir vorhaben. Also wir sprechen darüber, was sind denn eigentlich personenbezogene Daten, welche Daten, um welche Daten geht es da überhaupt? Der zweite Punkt, wie kann man Daten, die da sind, anonymisieren, damit man sie anschließend verwenden kann. Und dann gehen wir so ein bisschen erstmal in die Theorie sozusagen, welche Punkte muss man beachten, wenn man Daten auswerten möchte. Und wie geht man mit Datenprojekten in der Praxis um? Und das ist genau der Punkt, den wir jetzt halt sehr viel haben, dass eben Mandanten ankommen und sagen, ja, wir wollen jetzt hier mal die Datenschätze, die wir da über Jahre gesammelt haben, heben. Und dann haben wir uns mal zwei kleine Use Cases angeschaut. Ja, einer, den wird die Frau Grasmeck machen, geht es um ERP-Systeme. Wie kann man die vernünftig aussteuern? Bei uns natürlich im E-Commerce-Bereich sehr wichtig. Aber wir haben auch zum Beispiel eine Mandantin, die einen Carsharing-Dienst anbietet. Da geht es darum, wie kann man völlig unabhängig davon, welche Person gefahren ist, die Informationen, die aus den Autos kommen, nutzen. Wir haben ein großes Logistikunternehmen beraten bei dem Tracking und ja, dem Nutzen der Daten. Ja, auch da geht es nicht so sehr um die Fahrer der Autos, sondern eigentlich um das, was die Autos machen. Aber gibt es da vielleicht trotzdem Personenbezug? Ja, und der zweite Case, den wir haben, ganz zum Schluss, ist ja, der jetzt wirklich jedes Unternehmen interessiert. Wie, in welcher Weise kann ich eigentlich Informationen, kann ich Daten zu Werbezwecken verwenden. Genau, ich fange mal an mit dem Personenbezug von Daten. Ja, die Datenschutzgrundverordnung, mit denen die meisten von Ihnen leidvolle Erfahrungen gemacht haben werden, ja, definiert den Personenbezugsbegriff sehr weit. Das heißt, alles, was jede Information, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person bezieht, ist schon fällt unter die DSGVO, ist ein personenbezogenes Datum. Und damit ist jedenfalls mal jede Information, die irgendeiner Person zugeordnet ist, eine solche mit Personenbezug. Also ja, dunkles Hemd am, was haben wir, 4.6. Ja, zu diesem Sprecher da ist schon ein personenbezogenes Datum, mit der Folge, dass diese Aufnahme hier eben auch personenbezogenes Datum ist, soweit so klar. Wenn Sie also Kundendatensätze haben, dann ist jede Information, wann hat sich der Kunde eingeloggt in unserer App, aber auch, wann hat der Kunde was bestellt, welche Dinge hat er sich vorher angeschaut, all das sind personenbezogene Informationen. Es ist nicht erforderlich, dass es klar ist, um welche Person ganz konkret es sich handelt, sprich Name und Adresse der Person braucht es nicht, um zum Personenbezug zu kommen. In der DSGVO steht eindeutig drin, dass sogar Online-Identifier Personenbezug haben. Ja, und damit haben also auch verhashte E-Mail-Adressen im Zweifel Personenbezug, wenn es ausreicht, dass ja, oder wenn es so ist, dass eine weitere Information, die dazukommt, wieder auf den gleichen Hashwert einzahlt. Das heißt,
sozusagen pseudonyme Daten, dass uns zwar egal ist, wie die Person heißt und vielleicht auch viele andere Eigenschaften egal sind, uns nur interessiert, wann hat sich diese Person eingeloggt in unser System oder wann hat diese Person bestellt oder wie groß ist der durchschnittliche Warenkorb dieser Person, dann sind das personenbezogene Daten, auch wenn die E-Mail-Adresse so verfremdet worden ist, dass man den Rückschluss nicht mehr herstellen kann. Aber wenn beim nächsten Speichervorgang das gleiche Hash-Verfahren angewendet wird und man also wieder auf die gleiche E-Mail-Adresse kommt, auf den gleichen Hash-Wert kommt, dann genügt das für den Personenbezug. Also auch Pseudonyme haben Personenbezug. Und wenn irgendein Anbieter eines Tools sagt, naja, also das sind doch alles, das sind ja hier gar keine personenbezogenen Daten, wir verhashen ja alles, dann sollten Sie sich davon nicht ins Bockshorn jagen lassen. Auch diese Informationen sind personenbezogene Daten. Merke, der Personenbezugsbegriff ist sehr weit. Fast alles sind personenbezogene Daten. Und es ist, wie Corinna gleich zeigen wird, gar nicht so leicht, den Personenbezug wieder wegzukriegen, wenn er erstmal da ist. Wichtig ist aber noch, dass man unterscheidet zwischen dem absoluten und dem relativen Personenbezugsbegriff. Das heißt, ich habe jetzt gesagt, naja, eine identifizierbare natürliche Person. Jetzt ist die Frage, wann ist denn eine Person eigentlich identifizierbar? Und da gab es, muss man schon fast sagen, lange die Ansicht der Datenschutzbehörden, die gesagt haben, also wenn irgendjemand in der Lage ist, den Personenbezug wiederherzustellen und zu wissen, ah, okay, das ist diese Person, dann müssten das also personenbezogene Informationen sein. Zum Beispiel, wenn ich die Staatsanwaltschaft einschalte und die dann irgendwelche Ermittlungen anstellt. Der Europäische Gerichtshof hat sich jetzt allerdings schon seit längerem auf die Seite derjenigen geschlagen, die sagen, nee, das muss man relativ betrachten. Sprich, es kommt darauf an, wer ist jetzt eigentlich, was kann der Verantwortliche, also das Unternehmen, das die Daten verarbeitet, mit diesen Informationen anfangen und kann die den Personenbezug herstellen? Oder nicht. Ja, und das ist eine ganz entscheidende Weichenstellung. Man muss erstmal auf den relativen Personenbezugsbegriff kommen, sonst sind noch mehr Daten am Ende solchem Personenbezug. Warum ist es überhaupt wichtig? Weil die Datenschutzgrundverordnung sagt, wir haben ein Verbotsprinzip. Das heißt, alle personenbezogenen Daten dürfen nicht verarbeitet werden oder noch deutlicher formuliert, es ist verboten, personenbezogene Daten zu verarbeiten, es sei denn, wir finden eine Rechtfertigung, zum Beispiel, weil es einen Vertrag gibt, wo drin steht, dass wir die personenbezogenen Daten verarbeiten müssen oder weil es eine wir berechtigte Interessen haben, Daten zu verarbeiten und Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen. Oder was ja, worauf denn die meisten springen, wir haben eine Einwilligung der Betroffenen, wo genau gesagt ist, dass wir diese Daten eben zu dem jeweiligen Zweck verarbeiten dürfen. Pseudonyme Daten hatte ich schon gesagt, das ist vielleicht auch noch zur Definition wichtig. Man kann diese Zuordnung zu einer konkreten Person nur mit Zusatzwissen vornehmen. Uns ist nur bekannt, dass das dieselbe Person ist, der 0815123, oder irgendein Hashwert einer E-Mail-Adresse, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Aber pseudonyme Daten haben eben Personenbezug. Anonyme Daten dagegen, der Verantwortliche, also das Unternehmen, was die Daten verarbeitet, kann gar keinen Personenbezug mehr herstellen. Ja, und was man jetzt machen muss, damit man personenbezogene Daten sozusagen um ihren Personenbezug beraubt, wird Corinna sagen. Genau, kommen wir jetzt zu der Frage, wann genau eine Anonymisierung vorliegt. Und das kann ich schon mal als kleiner Spoiler vorwegnehmen, geben. So einfach ist es nicht, eine Anonymisierung herzustellen. Dann erstmal zu der ersten Frage, wann liegt überhaupt eine Anonymisierung vor? Das hat ja Martin eben schon ein bisschen angeteasert. Das ist in der DSGVO auch festgehalten, in Erwägungsgrund 26. Und tatsächlich liegt erst dann eine Anonymisierung vor, wenn die betroffene Person nicht mehr identifiziert werden kann. Dies ist tatsächlich mit der DSGVO neu eingeführt worden. Früher gab es da ein bisschen weicheren Begriff. Da hat man gesagt, es ist schon dann möglich, wenn eine Re-Identifizierung der betroffenen Person nur mit einem erheblichen technischen Aufwand möglich ist. Da muss man sagen, das hat ja Martin auch eben schon gesagt, dass man heutzutage damit nur zu einer Pseudonymisierung kommt. Dieser kleine Schwenk hat auch dadurch stattgefunden, dass einfach seit die Datenschutzrichtlinien, dass die DSGVO eingeführt worden sind,
einfach ein höherer technischer Standard jetzt da ist und dass deswegen die Re-Identifizierung einfacher zu erreichen ist. Deswegen hat man jetzt diese strengere Definition herangezogen. Deswegen, wie gesagt, also anonyme Daten liegen nur vor, wenn überhaupt keine Re-Identifizierung mehr möglich ist. Wichtig ist dabei auch immer mitzudenken, dass wenn ich personenbezogene Daten habe, also Daten mit einem Personenbezug, und mich entscheide, diese Daten zu anonymisieren, dass das natürlich auch eine rechtfertigungsbedürftige Handlung ist. Das heißt, auch dafür brauche ich eine Rechtfertigungsgrundlage. Das könnten hier zum Beispiel die berechtigten Interesse sein, also Artikel 6 Absatz 1 3f, auf die wir im Nachhinein bestimmt jetzt noch ein paar Mal draufkommen werden. Bei den berechtigten Interessen findet immer eine Abwägung statt und da muss man natürlich sagen, dass außer, das sind jetzt sehr wichtige Daten, auf die der Betroffene einen Anspruch hat, natürlich es keine überwiegend schutzwürdigen Interessen hat, weil es natürlich im Interesse des Betroffenen ist, dass die Daten anonymisiert werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Daten zu anonymisieren. Wir haben hier jetzt mal drei in der Folie genannt. Das erste ist zum Beispiel durch Generalisierung. Generalisierung liegt vor, wenn identifizierende Merkmale entfernt sind. Das ist zum Beispiel bei Bestellungen, wäre es zum Beispiel, wenn bei einer einzelnen Bestellung lag der Fall zum Beispiel vor, wenn die Adressdaten entfernt werden, weil dann ja nicht mehr kein Zugbezug mehr dargestellt werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Verfälschung. Eine Verfälschung liegt vor, wenn nach dem Zufallsprinzip verschiedene Datensätze verfälscht werden, geändert werden. Da muss aufgepasst werden, dass auch wirklich technisch gewährleistet werden kann, dass durch die Verfälschung kein Rückschluss mehr möglich ist und dass nicht durch Zufall bestimmte Datensätze nicht verfälscht werden. Eine weitere Möglichkeit, die auch sehr oft im E-Commerce genutzt wird, ist die Aggregation. Das heißt, dass Cluster gebildet werden. Das heißt, verschiedene Datensätze werden zusammengefasst zu einem Datenkollektiv. Das ist auch eine Möglichkeit. Wichtig ist dabei, damit zu denken, dass das Cluster groß genug sein muss. Wenn zum Beispiel das Cluster jetzt eine Familie ist oder eine Wohneinheit, dann ist das Cluster so klein, dass natürlich innerhalb dieses Clusters trotzdem noch ein Personenbezug hergestellt werden kann. Deswegen muss darauf geachtet werden, dass wenn Datensätze aggregiert werden, dass die derartig groß gefasst werden, dass kein Rückstoß mehr möglich ist. Eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren immer häufiger sehen, ist die Idee, dass man Datensätze in eine Datengesellschaft, eine NewCo, auslagert, um somit möglicherweise eine Anonymisierung festzustellen, zu erreichen. Das ist erstmal eine ganz schöne Idee. Da muss man auch immer mitdenken, dass nur dadurch, dass die Daten ausgelagert werden, natürlich keine Anonymisierung erreicht wird. Also die reine Auslagerung reicht da nicht aus. Insbesondere stellt auch die Auslagerung an einen NewCo, selbst wenn das in einem Konzern bleibt, trotzdem noch eine Datenverarbeitung da, die natürlich auch rechtfertigungsbedürftig ist. Eine Möglichkeit, die etwas besser ist, ist, dass die Datengesellschaft direkt die Daten erhebt. Dann muss man aber auch überlegen, ob dann überhaupt wirklich noch für die Muttergesellschaft oder für den eigentlichen Konzern noch ein Personenbezug da ist. Das ist tatsächlich im Einzelfall zu prüfen. Wichtig ist aber, dass wenn dazu entschieden wird, Daten in eine Datengesellschaft auszusetzen, dass dann die Zusammenführung der Datenbestände natürlich immer einen DSGVO-Verstoß darstellt. Deswegen, um das hier nochmal kurz zusammenzufassen, die reine Gründung einer Datengesellschaft erreicht meistens noch keine Anonymisierung. Meistens wird es nur eine Pseudonymisierung sein, aber es hilft natürlich viel mit der Argumentation. Ein Punkt, wo anonyme Daten häufig vorkommen, ist in der Rahmen von Auftragsverarbeitung. Und zwar immer das, wenn die Auftragsverarbeiter sich im Auftragsverarbeitungsvertrag in der AVV vorbehalten, die Daten des Verantwortlichen zu anonymisieren und dann für eigene Zwecke zu nutzen. Das findet sich in den meisten AVVs, da kann man nochmal einen Blick reinwerfen. Natürlich ist dieser anonyme Datenschatz für die Auftragsverarbeiter ein unglaublicher monetarer Wert. Deswegen kann man sich das auch tatsächlich dann bezahlen lassen. Aber um hier nochmal so eine kleine Zusammenfassung zu machen, das hat ja auch Martin eben schon gesagt, wieso reden wir so viel über Anonymisierung? Sobald tatsächlich eine technische Anonymisierung erreicht worden ist, liegt kein Personenbezug mehr vor und deswegen ist die DSGVO jetzt erstmal nicht mehr vorrangig. Und deswegen kann man schon versuchen, so weit wie möglich zu prüfen, ob eine Anonymisierung möglich ist. Die Frage, die sich dann immer stellt, wenn keine Anonymisierung vorliegt, ist, wie können die personenbezogenen Daten ausgewertet werden?
Wie ich eben schon gesagt habe, stellt die Anonymisierung an sich eine Verarbeitung dar und natürlich stellt damit auch die Auswertung von Datensätzen eine Verarbeitung dar, die rechtfertigungsbedürftig ist. Wenn wir anonyme Daten auswerten, dann haben wir keinen Personenbezug mehr, dann haben wir auch keine Verarbeitung mehr von personenbezogenen Daten und dann brauchen wir natürlich keine Rechtfertigungsgrundlage. Bei der Rechtfertigungsgrundlage ist es immer wichtig, daran zu denken, dass nach der DSGVO das Zweckbestimmungsprinzip festgeschrieben ist. Das heißt, Daten können nur verarbeitet werden zu einem bestimmten Zweck. Dieser bestimmte Zweck, der muss einem vorher immer klar sein, weil auch nur dann eine zweckgerichtete Datenverarbeitung möglich ist. Das heißt, jedes bezogene Datum darf tatsächlich nur zu dem ursprünglichen Zweck verarbeitet werden. Das ist auch wichtig, weil sich auch natürlich die Informationspflichten, die ein Verantwortlicher erfüllen muss, nach dem jeweiligen Zweck richtet. Und sobald man die Informationspflichten erfüllt, erfolgt dadurch natürlich auch schon eine gewisse Selbstbindung. Es gibt Möglichkeiten in der DSGVO, Datensätze, die zu einem ursprünglichen Zweck erhoben worden sind, zu einem anderen Zweck weiterzuverarbeiten. Das nennt sich dann Zweckänderung. Dann greifen auch nochmal besondere Regeln. Wenn eine Zweckänderung vorliegt, müssen dann natürlich immer geprüft werden, ob neue Informationspflichten greifen. Im Zweifel müssen die betroffenen Personen über den neuen Zweck informiert werden. Wenn zum Beispiel ein Wechsel in der verantwortlichen Person durch die Zweckänderung stattfindet, zum Beispiel weil die Daten an eine Datengesellschaft übertragen werden, muss natürlich auch darüber informiert werden, wer die neue verantwortliche Person ist. Und natürlich muss auch über die Rechtfertigungsgrundlage informiert werden, die zur Zweckänderung herangezogen werden kann. Häufig ist das die berechtigten Interessen. Daten können für berechtigte Interessen verwendet werden, wenn die verantwortliche Person ein berechtigtes Interesse hat. Wenn keine schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person entgegenstehen und wenn der Zweck der Datenverarbeitung für Erreichen des Zwecks erforderlich ist. Ganz oft wird überlegt, ob man da nicht eine Einwilligung heranziehen kann. Unter Umständen kann eine Einwilligung helfen, aber eine Einwilligung ist natürlich auch kein Allheilmittel, weil eine Einwilligung muss informiert erfolgen. Das heißt, wenn eine Einwilligung herangezogen wird, muss da schon geklärt werden, zu welchem Zweck wird das geändert. Und dort findet natürlich auch eine Selbstbindung statt. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, wenn wir einen Datensatz haben und dieser Datensatz nicht anonym ist, also Pseudonyme, und wir ihn auswerten wollen, stellt das eine Datenverarbeitung dar und damit brauchen wir eine Rechtfertigungsgrundlage. Genau, jetzt zum nächsten Thema, das macht wieder Martin. Genau, nächstes Thema ist dann sozusagen, was heißt das jetzt alles für die Praxis? Vielleicht war das jetzt für den einen oder anderen ein bisschen theoretisch. Mir ist noch aufgefallen, NewCo, vielleicht einmal kurz sagen, für die nicht jeden Tag Companies gründen, damit sie Daten dahin schieben können, wie Corinna und ihr Team. Also New Company, eine Datengesellschaft, das haben wir in der Tat, hat ja Corinna auch schon gesagt, relativ regelmäßig jetzt gehabt, ist auch kein Allheilmittel, aber kommt in der Praxis vor. Jetzt aber, was heißt das jetzt für die Praxis? Wie geht man um damit? Und ich fange mal jetzt hier mit dem zweiten Punkt an, dem Thema Zweckdefinition. Corinna hat es schon gesagt, der Zweck ist entscheidend, auch für die Frage, ist die Datenverarbeitung eigentlich zulässig oder nicht? Das heißt, um überhaupt zu wissen, darf ich das konkret machen oder nicht, muss ich mir über den Zweck vorher Gedanken gemacht haben. Das heißt, ich muss schon bei Datenerhebung festlegen, für welchen Zweck erhebe ich die Daten und warum brauche ich sie. Und ich muss also vorher wissen, für welche weiteren Verarbeitungsschritte und für welche Zwecke ich die Daten brauche. Das heißt, der übliche Fall, hey, wir haben hier 1,2 Millionen Datensätze in den vergangenen 4 Jahren gesammelt, jetzt wollen wir die mal auswerten. An diesem Punkt hat man eigentlich schon verloren, weil sie den Zweck gar nicht von Anfang an festgelegt haben und unter anderem, auch das hat Corinna gerade schon gesagt, gar nicht informiert haben darüber, was sie mit diesen Daten machen. Also Werbezwecke ist sowieso kritisch, wenn sie sie nur nutzen wollen, um mal zu schauen, ob sie ihr Produkt besser machen können, weil sie sehen, dass viele Personen an bestimmten Stellen im Bestellprozess abbrechen oder ihr Produkt, je nachdem, was es ist, auf eine bestimmte Art und Weise nutzen, dann ist der Weg möglicherweise über eine Anonymisierung dieser Datensätze zu gehen und dann versuchen sie auszuwerten, aber sie müssen vorher auch die Anonymisierung, hat ja
Corinna auch schon gesagt, ist ein Verarbeitungsschritt. Müssen Sie also auch schon vorher wissen, dass Sie die Daten anonymisieren wollen. So, wenn Sie jetzt den Zweck definieren wollen, haben Sie das Problem oder müssen, dass Sie ja trotzdem noch nicht so ganz genau wissen, was Sie eigentlich mit den Daten anstellen wollen. Der Sinn von Big Data ist ja gerade, dass ich die Daten erstmal sammle und dann später schaue, wofür ich sie konkret gebrauchen kann. Deshalb ist die Empfehlung, den Zweck möglichst einerseits so konkret wie möglich zu fassen, aber andererseits eben auch so weit wie möglich, dass er möglichst viel Spielraum lässt. Und also nehmen wir Werbezwecke, komme ich nachher nochmal drauf zurück, dann ist der Zweck eben Werbung. Der ist der Zweck möglicherweise personalisierte Werbung, weil Sie anhand der Informationen, die Sie über die KundInnen haben, definieren wollen oder Werbung ausspielen wollen, indem sie die in bestimmte Cluster tun. Insofern immer ein Zielkonflikt und der tritt auch nach außen, den können Sie auch nicht so leicht sozusagen einfach schlankerhand intern ändern, weil Sie in einer Datenschutzinformation festlegen müssen, welcher Zweck das ist und dort auch diesen Aspekt schon nennen müssen. Wenn die Daten erstmal da sind, jetzt mein zweiter Punkt, Erhebung war der erste, jetzt also Nutzung. Gut, wenig überraschend, wenn möglich, sollten die Daten anonymisiert werden. Da kommt noch schon wieder die NewCo und die Datengesellschaft, dass man sozusagen in der einen Gesellschaft die Daten hat, in der anderen Gesellschaft anonyme Auswertungen vornimmt. Bloß wie gesagt, es geht häufig nicht, weil wenn Sie Daten anonymisieren, gehen natürlich auch bestimmte Informationen verloren. Dann sollten Sie nur solche Daten verarbeiten oder dürfen Sie nur solche Daten verarbeiten, die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind, zum Beispiel Cluster für das Alter. Wir haben häufig gesehen, ist jetzt kein Riesendrama, aber es ist ein typischer Fall, dass bei der Frage, ich steuere eine Information, muss nicht mal Werbung sein, dem Alter nach aus, dass dann aufs Geburtsdatum zugegriffen wird. Nur Sie müssen nicht wissen, ob jemand am 15. Mai oder am 7. Juni einen Geburtstag hat, sondern es genügt ja ein Alterscluster. Das heißt, an solcher Stelle dann immer nur auf das Cluster Alter zugreifen. Das heißt natürlich, dass Sie ein Cluster bilden müssen vorher und nicht auf das Geburtsdatum selber. Gut, dass man mit Pseudonymen arbeiten sollte, wo das möglich ist, ist auch klar. Das Szenario ist ja immer, also insbesondere, wenn Sie das verteilen, sei es auf eine andere Gesellschaft, sei es auf einen Auftragnehmer, sei es aber auch in Ihrer Gesellschaft, je weniger Informationen an einer bestimmten Stelle zusammengefasst sind, umso weniger kann natürlich auch schieflaufen. Wenn die Auswertung vorsieht, dass Sie Pseudonyme auswerten müssen, Sie also wissen müssen, dass es dieselbe Person ist, die nach 7 Tagen diesen zweiten Schritt vornimmt, dann ist es trotzdem ein Unterschied, ob Sie da den Klarnamen dazu haben und jede Person, die auf diese Daten zugreifen kann, auch den Klarnamen hat und gucken kann, ob zum Beispiel die Ex-Freundin mit in der Datenbank ist oder nicht, oder ob das eben nicht der Fall ist und nur mit Zusatzwissen durch eine andere Datenbank erreicht werden kann. Insofern Pseudonyme nutzen immer. Ja, und dann kommt das, was Corinna ja auch schon gesagt hat, bilden Sie Cluster, bevor die Analyse erfolgt, überlegen Sie sich immer wieder, welche Informationen kann man zusammenfassen, welche Informationen sind denn für unseren Case überhaupt relevant. Und die zwei Cases werden wir ja gleich nochmal kurz besprechen. Bilden Sie Cluster und greifen dann nur auf diese Cluster zu und eben nicht mal, ich sage immer, bei Werbemaßnahmen schauen Sie nicht, welche 1000 Kunden passen jetzt am besten auf diese Werbemaßnahme, sondern bilden Sie vorher Cluster und ziehen dann die Auswertungen nach Alter, Wohnort, Warenkorbgröße etc. etc. Genau, das zur Nutzung und dann zwei Punkte, die ich jetzt schon erwähnt habe, die jetzt hier nur zur Zusammenfassung nochmal da sind. Sie kriegen die Folien ja im Anschluss, kann man da nochmal reinschauen. Also es bestehen umfangreiche Informationspflichten, insbesondere über den Zweck der Verarbeitung. Sie müssen sagen, auf welcher Rechtsgrundlage Sie verarbeiten. Da kommt dann wieder der Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F der DSGVO ins Spiel. Das ist nämlich die Rechtsgrundlage, wenn Sie keine Einwilligung einholen, sondern die Daten aufgrund Ihrer berechtigten Interessen verarbeiten. Sie müssen sich auch Gedanken machen darüber, wie lange Sie die Daten speichern und müssen auch das in Ihrer Datenschutzinformation angeben. Da haben Sie natürlich ein Interesse daran, die Daten möglichst lange zu speichern, aber auch hier Notwendigkeit. Sie müssen sich tatsächlich kritisch fragen, brauche ich die Information, der Nutzer hat vor 11 Jahren
das bestellt und jetzt dieses überhaupt für die weitere Auswertung? Ja, brauche ich die Information, diese Maschine, um die es vielleicht geht, hat vor anderthalb Jahren dieses oder jenes Verhalten gezeigt, nehmen wir an, da sei Personenbezug mit drin, eigentlich noch, wenn es doch eigentlich immer nur um eine kurzfristige Auswertung geht. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, nö, brauchen wir eigentlich nicht, oder wenn man kritisch mal hinterfragt, brauchen wir die Information zu dem Schluss kommen, bei aller Liebe, brauchen wir nicht, dann müssen Sie die Daten löschen. Dann haben Sie jedenfalls mal aufgrund dieses Zweckes keine Handhabe mehr, die Daten, also keine Berechtigung, die Daten zu speichern. Und dann ist die fortdauernde Speicherung der Daten ein Datenschutzverstoß, ein Verstoß gegen die DSGVO und von den Penalen, die da theoretisch drohen, und in der Praxis sich jetzt auch schon das eine oder andere Mal materialisiert haben, müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Es ist theoretisch denkbar, Artikel 6 Absatz 4, das Sie es mal gehört haben, DSGVO, den Zweck zu ändern. Aber da gelten relativ hohe Anforderungen und es braucht vor allem eine neue Information der Leute. Und meist ist es so, dass der Grund, warum man die Daten ändern möchte, man nicht den Zweck ändern möchte, kein riesiges Interesse hat, den Leuten mitzuteilen. Deshalb lieber vorher, das ist das Thema Zweckdefinition, sich Gedanken machen und dann entsprechend ohne Zweckänderung auskommen. Und dann nochmal vielleicht als Zusammenfassung. Also wenn Sie über ein Datenprojekt nachdenken, erstmal Bestandsaufnahme, welche Vorgänge jetzt hier, Tracking-Tools, Targeting-Maßnahmen im Werbebereich, aber eben auch welche Datenverarbeitungsvorgänge, um welche Daten geht es uns überhaupt. Da muss natürlich geprüft werden, dürfen wir das. Und ich habe es schon rübergeschrieben, Dokumentation ist everything. Sehen Sie zu, dass es ein vernünftiges Datenschutzkonzept gibt, wenn es jetzt über eine kleine Pipifax-Auswertung hinausgeht, dass es wirklich so ist, dass Sie genau dokumentieren, was Sie da geprüft haben und in welche Richtung das jeweils geht. Wenn es um eine intensive Profilbildung geht, kommen Sie um eine Datenschutzfolgeabschätzung, so ein Gutachten, was sich mit der Rechtmäßigkeit befasst, aber auch mit der Frage, welche Folgen hat eigentlich, wenn hier irgendwas schiefläuft, welche Folgen hat das eigentlich für die Betroffenen? Re-Evaluation ist immer so ein Thema. Wenn Sie abgeschlossen haben, den Prüfungsprozess und das Projekt jetzt angestoßen ist, dann lassen Sie es erstmal so laufen. Fangen Sie nicht alle 14 Tage an, daran wieder rumzuschrauben. Das gilt eigentlich bei allem. Wenn jetzt wieder irgendwie irgendein Amtsgericht irgendwas entschieden hat oder irgendein Oberverwaltungsgericht meint, das sei jetzt so und so, lassen Sie sich da jetzt von den ganzen Datenschutz-Newslettern nicht unbedingt verunsichern, sondern lassen Sie das laufen. Sie haben es vernünftig vorbereitet. Es gibt das Datenschutzkonzept. Aber schauen Sie nach vielleicht einem halben Jahr oder nach einem Jahr, wie sieht es jetzt aus? Und Sie müssen natürlich die Leute, die mit den Daten arbeiten, entsprechend briefen, dass die auch sinnvoll damit umgehen und sich auch an das Konzept halten und jetzt nicht irgendwelche ganz anderen Datenschutzvorgänge dort vornehmen. Die Datenschutzinformation oder Datenschutzerklärung muss angepasst werden. Sie müssen ein Opt-out implementieren, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das heißt, wenn Sie jede Datenverarbeitung, die auf Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F DSGVO, also diese berechtigten Interessen gestützt ist, muss dem Kunden ein Opt-out geben, muss den Betroffenen eine Opt-out-Möglichkeit einräumen. Der muss also sagen können, nee, das möchte ich nicht, dass Sie diese Auswertung macht. Und dann müssen Sie ihn darüber einerseits informieren in der Datenschutzinformation, aber auch schaffen, dass sie diese Leute dann eben aussortieren können und dort eine solche Maßnahme nicht vornehmen. Alles natürlich anders, wenn es anonyme Daten sind. Da gibt es das ja gerade nicht. Dann wissen sie auch gar nicht, welche Informationen, welche Person sich hinter diesem Datensatz verbirgt. Und dann, wenn Sie unsicher sind oder Ihnen die Anwälte oder Datenschützer sagen, mit 6.1f kommen Sie nicht weit, das ist riskant, dann brauchen Sie halt eine Einwilligung, die natürlich auch frei widerrufbar ist und dann auch dort in gewisser Weise eine Opt-out-Möglichkeit besteht. Zu dem Thema Einwilligung kommen wir dann gleich nochmal zurück, wenn es um die Werbung geht, aber erstmal der Ausflug ins ERP-System. Genau.
Muss ich mich hinstellen, oder? Da bin ich. Hallo. Genau, wir haben jetzt schon mehrmals angekündigt, dass wir natürlich auch Praxisvorfälle machen. So, jetzt aber, sorry, mein Fehler. Genau, wir hatten jetzt schon mehrmals angekündigt, dass wir auch in die Use Cases gehen. Nach der ganzen Theorie machen wir das jetzt auch tatsächlich. Und zwar als erstes System haben wir uns überlegt, wie ist es eigentlich mit ERP-Systemen, Enterprise Resource Planning Systemen, weil die natürlich auch für den E-Commerce eine unglaubliche wichtige Rolle haben. Das Problem jetzt, wenn man ERP-Systeme vorstellt, ist natürlich, dass die sehr vom Einzelfall abhängen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Wir haben das jetzt mal versucht, allgemein zu fassen mit Steuerung von Geschäftsprozessen. Und wir haben gleich noch ein konkretes Beispiel, was dann noch mal ein bisschen kleiner, schrittiger wird. Aber erstmal allgemein zu ERP-Systemen, wozu kann man sie nutzen? Natürlich zur Steuerung von Geschäftsprozessen, zum gezielten Einsatz von Personal, zu der Findung von Lieferkettenlösungen und Warenwirtschaft, zur Prozessoptimierung oder auch natürlich, um sie zu kombinieren mit CRM-Modellen, also Customer Relation Management. Je besser die Datensätze sind, die in das ERP-System eingepflegt werden, desto qualitativer sind natürlich dann auch die Prognosen aus diesem System. Dabei stellt sich natürlich immer die Frage, ob einheitliche Datenbasen gebildet werden können, insbesondere zum Beispiel auch immer ein Konzern, können dann mehrere Konzerngesellschaften in dieses System Datensätzen einpflegen? Und wenn ja, wer hat alles Zugriff darauf? Wenn das so gemacht wird, muss man natürlich auch immer die gesamten Probleme durchdenken, die sich beim Datenschutz im Konzern bilden. Da ist es vor allem so, dass natürlich die einzelnen Gesellschaften in einem Konzern eigene Verantwortliche darstellen. Das heißt, wenn man übermittelt zwischen Gesellschaften innerhalb eines Konzerns, muss auch eine Rechtfertigungsgrundlage vorliegen. Deswegen muss man das, wenn man ein ERP-System aufbaut, immer mitdenken von Anfang an, soll es eine konzernübergreifende Nutzung geben. Die zweite große Frage ist dann natürlich immer bei ERP-Systemen Cloud oder nicht Cloud. Also soll es eine cloudbasierte Lösung geben oder entscheidet man sich dazu, das System selbst zu hosten? Wenn dafür entschieden wird, eine cloud-basierte Lösung zu nutzen, dann müssen natürlich auch die ganzen weiteren Cloud-Problematiken mit beachtet werden, die wir hier jetzt auch nur anteasern wollen. Insbesondere ist das, wenn das eine US-amerikanische Cloud ist, natürlich die Drittstaaten-Problematik, weil dann Daten in die USA überliefert werden, nicht nur überliefert, also übermittelt werden. Insbesondere dann muss man überlegen, was sind das für Daten, weil je sensibler die Daten sind, desto höhere Garantien muss man liefern und dann reichen auch nicht mehr die berüchtigten Standardvertragsklauseln auf. Deswegen, wenn dafür entschieden wird, eine cloud-basierte Lösung zu wählen, dann muss man auch von Anfang an das mitdenken. Wie kann man das jetzt nun umsetzen? Wie kann man möglichst rechtssicher für ein ERP-System in der Praxis einpflegen? Da ist tatsächlich natürlich immer die Sache, wie wir schon gesagt haben, wenn es möglich ist, sollte eine Anonymisierung durchgeführt werden. Denn sobald man eine Anonymisierung hat, gibt es keinen Personenbezug mehr und dann ist man aus der DSGVO draußen. Wenn das nicht möglich ist, dann so immer da, wo es geht, auf die Pseudonymisierung zurückgreifen. Gegebenenfalls überlegen, ob es eine Rechtsgrundlage für die spätere Zusammenführung von Datensätzen geben muss, weil sobald man Pseudonyme hat und sich jetzt zum Beispiel entscheidet, die Daten in einer Cloud zu speichern, die zum Beispiel Daten in die USA übermittelt, hat man dann dort auch einfache Möglichkeiten mit den Garantien. Das nächste Problem, was gelöst werden muss, wenn dann die Daten drin sind, ist die Informationspflichten gegenüber den Betroffenen. Die Betroffenen müssen über einen relativ großen Kanon informiert werden. Da muss man natürlich auch planen, welche Daten sind das, für welchen Zweck erfüllt das und wie kann man das machen. Und dann natürlich auch noch die Dokumentationspflichten, die Martin bereits erwähnt hat. Ein weiterer Punkt bei ERP-Systemen, der immer auf der Checkliste stehen muss zum Abhaken, ist, welche Vertragsgestaltung mit den jeweiligen Anbietern gibt es überhaupt? Da ist die erste Frage, die man immer den Anbieter fragen muss, wie sieht er deine eigene Rolle? Denkt der Anbieter, dass er selbst ein Verantwortlicher ist? Dann hat man eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Wird der Anbieter nur als Auftragsverarbeiter tätig, dann muss man eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung schließen. Sollen die Daten nur für die eigenen Zwecke genutzt werden, also nur für das Unternehmen? Oder sagt der Anbieter, also er will eigentlich auch Zugriff zu den Daten haben? Dann hat man dieses Problem, was ich ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, wenn Auftragsverarbeiter anonyme Daten nutzen wollen. Und natürlich die wichtigste Sache ist, die man immer abfragen muss, welche datenschutzrechtlichen Konzepte hält der Anbieter vor und insbesondere, welche Schutzstandards bietet er für die personenbezogenen Daten.
Wie bereits gesagt, haben wir uns dazu entschieden, das einmal an einem konkreten Beispiel mal durchzudenken. Ich habe hier jetzt mal genommen ein relativ allgemeines Beispiel, und zwar die Bedarfsermittlung von Waren mittels einem ERP-System. Dazu können ja eine relativ große Auswahl an Daten genutzt werden, insbesondere auch zum Beispiel die Bestellhistorie von Kunden, also, also einfach die Bestellvergangenheit von gewissen Kunden, die dann in ein derartiges System eingefügt werden. Wenn die Bestellhistorie genutzt wird, werden das im Zweifel keine anonymen Daten sein, weil man natürlich wissen will, welcher Kunde hat was gestellt. Wenn überhaupt, werden das Pseudonyme. Das heißt, wir sind hier in der DSGVO drin und das heißt, wir brauchen hier eine Rechtsgrundlage. Im Zweifel wird dafür keine Einwilligung vorliegen. Das heißt, wir werden dann auf die berechtigten Interesse gehen nach Artikel 6 Absatz 1 Litera F. Und wenn wir uns dazu entscheiden, Daten aufgrund von berechtigten Interessen zu verarbeiten, brauchen wir diese drei Prüfungspunkte, die hier einmal aufgeschrieben werden. Der erste Prüfungspunkt ist zu prüfen, ob der Verantwortliche selbst, also das Unternehmen, ein berechtigtes Interesse hat. Ein berechtigtes Interesse ist jedes wirtschaftliche Interesse und das liegt natürlich vor, weil Unternehmen natürlich ein Interesse daran haben, ihren Warenbestand richtig zu ermitteln und auch zu planen. Dann die nächste Frage ist, ob das berechtigte Interesse für den Zweck der Verarbeitung notwendig ist. Der Zweck der Verarbeitung ist hier die Bedarfsermittlung des Warenbestands und dafür ist das berechtigte Interesse notwendig. Das heißt, hier kommen wir auch drüber hinweg. Der dritte Punkt, und das ist auch meistens der entscheidende Punkt, ist dann die Frage, ob schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Das ist meistens das schutzwürdige Interesse auf Privatsphäre und dort muss dann eine Interessensabwägung stattfinden. Also auf der einen Seite das Interesse auf Privatsphäre, das andere Seite die wirtschaftlichen Interessen des Verantwortlichen. Und das hängt tatsächlich, wie so oft bei Juristen, vom Einzelfall ab, welche Daten dort verarbeitet werden. Ganz wichtig bei dieser Frage ist, gibt es einen Erwartungshorizont des Betroffenen? Das heißt, erwartet der Betroffene, dass die Daten verarbeitet werden? Soweit das ist, kommt man da eher rüber. Wenn diese Verarbeitung völlig unerwartet für den Betroffenen ist, wird man an dieser Stelle wahrscheinlich aussteigen. Und der Erwartungshorizont hängt natürlich von dem Umfang der jeweiligen Datenverarbeitung ab. Wenn ich hier sehr weitgreifend in die Bestellhistorie von vor allem auch einzelnen Kunden reingehe und nicht nur von zum Beispiel Regionen oder Stadtviertel, wird der Kunde das wahrscheinlich nicht erwarten, sodass man hier rauskommt, wenn das nur eher grundsätzliche Auswirkungen sind, zum Beispiel welche Stadtviertel zu welcher Zeit bestellen was, wird man da über diese Schwelle herauskommen. Das heißt, die abschließende Bewertung hängt hier tatsächlich von der Tiefe der Auswertung ab und man muss deswegen sich hier jetzt auch immer den Einzelfall angucken, um da auf ein Ergebnis zu kommen. Genau, wir hatten noch einen zweiten Use Case. Genau, da komme ich jetzt dazu. Frustrierend klingen, Einzelfallbetrachtung, aber das ist halt unser Business im Datenschutz, dass man halt tatsächlich schauen muss, den Einzelfall anschauen muss, kommen Sie nicht drum rum. Es ist aber auch nicht so, dass man jetzt dort jeweils ein Riesengutachten machen muss. Es genügt meistens, dass man sich überlegt, was wollen wir denn jetzt hier konkret machen? Und eben diese Interessenabwägung, die Corinna hier gerade vorgestellt hat und die ich jetzt auch auf der nächsten Slides dann auch nochmal machen werde, sich einmal eben zu überlegen und entsprechend uns einmal durchzudenken. Jetzt also hier Beispiel Werbeaussteuerung aufgrund eigener Nutzerprofile. Also die Frage, ich habe bestimmte Werbemaßnahmen vor und möchte Werbung ausliefern, sei es in einem eigenen Login-Bereich, in ihrer Plattform, sei es auf ihrem Shop, sei es auf Websites von Schwestergesellschaften oder der Hauptcase vielleicht, sei es auf Websites Dritter, aber es geht natürlich auch weiter in den Printbereich. Ich kann Kataloge individualisieren. Wir haben ja Mandanten, die haben fast einen 1:1 Katalog zusammengestellt. Jedenfalls aber, dass immer 10 Personen den gleichen Katalog bekommen von mehreren tausend. Also auch da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit darf man das auch im Printbereich individualisieren, personalisieren. Ja, natürlich kann ich auch Telefonkampagnen entsprechend aussteuern und Leute individuell ansprechen auf einzelne Punkte. Genau, oder ob ich einen Newsletter mache, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, darauf kommt es auch nicht an.
Auch hier jetzt die Frage, darf ich das auf berechtigte Interessen stützen oder brauche ich eine Einwilligung? Die Werbung als solche ist explizit anerkannt in der DSGVO. Im Erwägungsgrund 47 steht drin, dass die Direktwerbung ein berechtigtes Interesse sein kann. Also berechtigtes Interesse haben wir natürlich. Notwendigkeit ist Corinna gerade schon ein bisschen drüber hinweggegangen, plus, aber ich habe vorhin schon mit Alter und Geburtsdatum gesagt, so ganz klar ist es gar nicht, dass da jetzt immer ein Plus zu setzen ist. Bei vielen unserer Projekte haben sich die internen Juristen oder Datenschützer schon viel Gedanken gemacht dazu, wie die Interessenabwägung ist, aber manchmal scheiden wir dann da schon auf der ersten Ebene aus und sagen, naja, eigentlich kann man sich tatsächlich die Frage stellen, ob das hier überhaupt schon notwendig ist oder nicht. Also da muss man tatsächlich sagen, brauchen wir denn die Daten für diesen konkreten Zweck? Da wird man jetzt sagen können, wird man immer ein bisschen aussteuern können, ne? Wir wollen ja personalisieren, so toll wie möglich personalisieren, deshalb brauchen wir diese Daten, dann sind sie bei der Notwendigkeit drin, haben dann eben ein umso größeres Problem bei der Interessenabwägung. Und die Interessenabwägung erfolgt jetzt in gleicher Weise, wie sie Corinna gerade bei der ERP-Systemsteuerung gemacht hat, nämlich man muss sich fragen, das ist eigentlich der einzige Anhaltspunkt, den die DSGVO bietet, womit rechnen die Leute? Was sind die vernünftigen Erwartungen der Menschen? Und da wird man sagen können, also dass mal grundsätzlich das Verhalten, was ich in dem Shop zeige, jedenfalls mal mein Bestellverhalten verwendet wird, um mir bestimmte Produkte anzudienen. Kunden, die das kauften, haben auch das gekauft. Damit rechnen die Leute. Das macht Amazon seit 1997 gefühlt. Das ist sozusagen bekannt. Dass man Informationen über den Kauf eines Produkts nutzt, um bestimmte Abzählmaßnahmen vorzunehmen, ist sicherlich auch im Bereich des Erwartbaren. Klickverhalten ist dann schon schwieriger, also hat 7-mal auf diese Reise geklickt, sie nicht gekauft, deshalb machen wir sie jetzt ein bisschen günstiger oder ein bisschen teurer, um nochmal einen Triggerpunkt zu setzen, ist schon etwas schwieriger. Widerrufsverhalten hingegen, also ja, im E-Commerce ein großes Thema, Leute bestellen immer Größe 38, Leute, habe ich Frauen gesagt, bestellen in Größe 38 und kaufen, schicken immer Größe 38 zurück und kaufen dann Größe 40 nochmal. Da ist schon die Frage, ob man nicht in den Bestellprozess eingreifen kann, Retouren dadurch verhindern kann, dass man da dann gleich Größe 40 anbietet. Wird man auch sagen können, müssten doch eigentlich die Kundinnen in dem Fall darüber froh sein, weil jedenfalls für mich ist, Ware zurückbringen und wieder abholen lassen, ein Hassel, den ich mir gern vermeide. Lange Rede, kurzer Sinn, eine einfache Personalisierung und Individualisierung von Werbemitteln, sei es auf Landingpages, im Shop oder sonst wo, ist sicherlich im Bereich des Erwartbaren. Wenn ich bei Zalando und Blau Jeans immer bestelle, dann muss ich nicht rosa Unterwäsche angeboten bekommen in irgendeinem Newsletter oder in einem Flyer. Schwieriger ist es, je intensiver die Auswertung erfolgt, schwieriger ist es insbesondere bei Medienbrüchen, also wenn jetzt auch noch Offline-Verhalten angepasst wird an Online-Verhalten oder alle Informationen, wir haben so einen Multi-Channel-Händler, der gerne jede Information, die er nutzen kann, aus dem Retail, aus dem TV-Shopping und vielleicht noch online nutzen will, da haben wir gesagt, das wirst du wohl, damit rechnen die Leute nicht, dass das gesamte Verfahren, dass sie sozusagen wissen, dass es hier alles zusammengeführt wird, kommt man mit 6.1.f dann möglicherweise nicht so weit. Jedenfalls brauchen sie die Opt-out-Möglichkeit, hatten wir ja schon erwähnt. Ja, das ist jetzt hier nur mal ein Punkt. Wir haben jetzt zwei große Projekte, wo wir genau versuchen, die Schnittstelle zwischen was dürfen wir ohne Einwilligung machen und wofür brauchen wir die Einwilligung zu definieren. So eine größere Versicherung, die macht natürlich ein Profiling aufgrund der Informationen, die sie haben und wollen darüber hinaus eine Auswertung machen, wo sie meinen, eine Einwilligung zu brauchen. Und dann kann man eben nochmal zusätzlich eine Einwilligung draufsatteln. Ist gar nicht so leicht, das jeweils getrennt zu haben, aber hier nur mal ein Copy-Paste-Beispiel sozusagen, wie man das machen kann. Und der Link ausgewertet dort in der Mitte wird dann verlinkt auf den auf die Datenschutzinformationen und möglichst mit einem Ankerlink an die entsprechende Stelle, wo steht, was da jetzt konkret gemacht wird. Und in dieser Datenschutzinformation finden sich dann eben auch die ganzen Zusatzpunkte,
ja, Zweckdefinition etc., was wir vorhin gesagt haben. So, bevor wir zu den Fragen kommen, kann Corinna vielleicht einmal ganz kurz durchs Fazit sausen. Genau, sausen ist hier auch der Stichpunkt, weil ich glaube, wir werden da bestimmt gleich noch in den Fragen drüber diskutieren. Ich habe auch schon ein paar Fragen gesehen. Haben wir jetzt mehrmals schon erwähnt in unserem Vortrag, Data-Projekte von Anfang an durchdenken, allein schon wegen der Zweckbindung. Und das ist natürlich auch der Punkt, der dann am kritischsten ist, weil man will ja genau eigentlich die Daten nutzen. Dann der nächste Punkt ist Use Cases bilden und durchprüfen. Das hatte Martin schon erwähnt, am besten vorher die Use Cases prüfen und danach die Daten danach untersuchen. Anonymisierung und Pseudonymisierung, wo immer möglich, insbesondere da bei einer Anonymisierung kein Datenbezug mehr vorliegt und Pseudonymisierung auch viel hilft. Und ganz wichtig abschließend noch saubere Dokumentation der Prozesse, um dies auch zu erfüllen. Genau, und damit wären wir auch jetzt schon am Ende unseres kleinen, längeren Vortrags und freuen uns auf die Fragen. Genau. Wie wollen wir es machen, Herr Mörike? Wir sehen die Fragen ja. Sollen wir einfach mal von Anfang an durchgehen? Ach so, ja, genau. Mit Ihrer Fachexpertise lassen Sie die letzte Folie ruhig stehen, dass die Leute dort sich oder die Zuschauer nochmal die URL abschreiben können. Ich glaube, einige Fragen sind schon beantwortet, aber im juristischen Bereich ist es ja immer auch ganz tricky, zum Beispiel mit der Datengesellschaft. Im Prinzip ist die Frage beantwortet. Jetzt war das Wort Datengesellschaft noch drin. Würde mich also freuen, wenn Sie einfach die Fragen nochmal durchgehen und gucken, welche da sich jetzt doppeln. Mit Ihrer Expertise. Prima, dann fragt Herr Özbek, nochmal die Frage, schöne Frage, worauf es jetzt eigentlich ankommt, ob einem Betroffenen die Zuordnung zu einer natürlichen Person möglich ist. Wonach richtet sich das eigentlich? Leider kann man die Frage auch wieder nicht so 100% pauschal beantworten, aber richtig ist, dass man erstmal schaut, welche Möglichkeiten hat diese Person, also welche Möglichkeiten hat der Verantwortliche und jedenfalls, wenn ihm alle Daten vorliegen, um die Zuordnung vorzunehmen, dann haben wir Personenbezug. Also was immer so ist, wenn Sie eine Datenbank haben und spalten jetzt die ab, um dort eine anonyme Datenbank zu haben oder eine Datenbank mit anonymen Daten zu haben, um die dann auszuwerten, da werden Sie mit Anonymität nicht weit kommen, weil Ihnen ja mit zwei Klicks möglich ist, diese Anonymität wieder aufzuheben, weil Sie ja alle Daten in der anderen Datenbank haben. Insofern, innerhalb der gleichen Gesellschaft wird eine Anonymisierung auf diese Weise nicht möglich sein. Kann man sagen, ja, es kommt darauf an, welche Möglichkeiten der jeweilige hat, aber die Datenschutzbehörden, also der Verantwortliche hat, die Datenschutzbehörden gehen da schon davon aus, dass man da alle Möglichkeiten mit in Betracht zieht und nicht nach dem Motto, ob es ihm jetzt ganz einfach möglich ist. Nächste Frage nochmal von Herrn Aspekt zu der Frage Zwecke. Also gibt es sozusagen eine Liste von Zwecken, die safe sind, die man nutzen kann, was es erlaubt ist? Die gibt es leider nicht. Es hängt natürlich davon ab, welche Daten werden zu welchen Zwecken erhoben. Und da muss man dann eben sich jeweils den einzelnen Zweck ganz genau anschauen. Gut ist die Frage, und da hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, ja, der Zielkonflikt zwischen, ich mache es ganz genau, definiere ganz genau den Zweck, ich möchte gerne Printmailings aussteuern versus Werbung oder Marketing, oder in Ihrem Beispiel Forschung und Entwicklung versus Produktverbesserung oder Verbesserung unserer App und so weiter. Sie haben das Problem, dass je breiter Sie sind, umso eher wird man Ihnen sagen, das ist zu breit, das hilft nicht, wenn Sie eine Einwilligung einholen müssen, hilft es nicht, damit die Einwilligung transparent möglich ist. Wenn Sie es zu genau machen, dann sind Sie im Bereich der Zweckänderung, wenn Sie auf einmal andere Sachen machen wollen. Insofern Forschung und Entwicklung, je nachdem, was Sie da machen wollen, kann ausreichen, insbesondere wenn es jetzt keine wirklich sensitiven Daten sind, die Sie dort verarbeiten wollen, dann finde ich Forschung und Entwicklung schon okay. Besser ist, wenn man noch irgendetwas Erläuterndes dazu nimmt, was einen möglichst wenig beeinträchtigt. Genau, jetzt vielleicht zur nächsten Frage von Frau Strilo. Die geht darum, wie ist es damit umzugehen, wenn nach Auslagerung von Datensätzen in eine Datengesellschaft oder in eine JUKO eine Einwilligung des Betroffenen zurückgezogen wird. Das Problem stellt sich natürlich immer, wenn aufgrund von einer Einwilligung Datensätze verarbeitet werden, weil eine Einwilligung kann zu jeder Zeit für die Zukunft
widerrufen werden und insbesondere muss auch der Betroffene darüber informiert werden, dass er die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Sobald das bei einer Datenübertragung ist, fällt dann natürlich die Rechtsgrundlage weg und man muss halt irgendwie prüfen, inwieweit dann auch möglich ist, die Daten nachzuverfolgen. Wenn da dann aber schon eine Anonymisierung stattgefunden hat, wird es dann auch nicht mehr möglich sein, da noch weitere Daten zu löschen. Aber grundsätzlich ist das immer ein Problem, wenn man aufgrund von einer Einwilligung Daten verarbeitet, dass es der Widerruf im Raum nimmt. Ein ähnliches Problem gibt es auch, wenn man aufgrund von berechtigten Interessen verarbeitet. Dort hat der Betroffene ein Widerspruchsrecht und kann auch der Verarbeitung widersprechen. Bei dem Widerspruchsrecht, sobald der Widerspruch ausgeübt wird, gibt es auch die Möglichkeit zu prüfen, ob es Gründe in der Person des Betroffenen liegen, die den Widerspruch wirklich rechtfertigen. Das heißt, da hat man noch so eine zweite Stufe, um da noch einmal weiter zu überprüfen. Generell empfiehlt es schon aber davon auszugehen, dass die Leute irgendwie opt-outen können. Ja. Das, man möchte ja auch, also wenn ein Kunde sagt, ich möchte das aber nicht, dann würde man den, ist es fast immer richtig, das dafür zu sorgen, dass das dann auch geht und nicht zu sagen, ja, dürfen wir aber wegen 21 Absatz 2 oder 3 DSGVO. Gut, so viel dazu. Ja, nächste Frage, wie ist, welche besonderen Informationspflichten ergeben sich bei der konzerninternen Weitergabe? Also Herr Strehlau hat hier, glaube ich, schon ein bisschen Vorwissen. Anders als andere vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ja, konzerninterne Datenweitergabe ist genauso wie eine Übermittlung von Daten an eine andere Gesellschaft, wie eine Übermittlung von Daten an einen anderen Verantwortlichen rechtfertigungsbedürftig. Ja, Konzern ist ja auch nichts weiter als eine Ansammlung von Unternehmen, die dann eben möglicherweise Daten austauschen. Insofern ist auch die rechtfertigungsbedürftig bedarf einer entsprechenden Information. Sie müssen halt informieren, bevor die Datenweitergabe stattfindet, wenn Sie das in Ihrer Datenschutzerklärung, das ist nämlich die Frage, erledigen können. Braucht es eine individuelle Kontaktaufnahme, ist die Frage, oder kann man das einfach in die Datenschutzinformation schreiben? Dann ist es so, dass Sie, wenn Sie es schaffen, dass die Leute die Datenschutzinformationen zur Kenntnis nehmen, bevor die Übermittlung stattfindet, zum Beispiel beim Onboarding, wenn der jetzt neuer Kunde ist und Sie schicken die Datenschutzinformationen mit und da steht es schon drin, dann ist es okay. Aber was wir gerade letzte Woche hatten, wieder so ein Asset Deal, wo Daten verkauft werden oder übernommen werden, das war nicht mal ein richtiger Verkauf, dann ist halt auch okay ein Wechsel und dann muss man tatsächlich die Kunden individuell kontaktieren und ihnen die Möglichkeit geben, darauf hinzuweisen. Also Antwort auf die Frage ist, kann reichen die Datenschutzerklärung, aber Sie müssen natürlich dann auch dafür sorgen, dass die Leute eine Chance haben, das zur Kenntnis zu nehmen. Genau, die nächste Frage geht darüber, was gilt bei Ansprechpartner Ansprechpartner von Lieferanten in ERP-Systemen gespeichert werden, muss dann eine Einwilligung des Ansprechpartners vorliegen? Dazu zu sagen, dass es verschiedene Rechtsgrundlagen gibt, um Daten zu verarbeiten. Eine davon ist die Einwilligung, aber es gibt neben der Einwilligung noch andere Rechtsgrundlagen, zum Beispiel die berechtigten Interessen, die wir heute schon mehrmals erwähnt haben. Und diese Rechtsgrundlagen, die stehen auch grundsätzlich gleichberechtigt nebeneinander. Also das heißt nicht, dass die Einwilligung die beste Rechtsgrundlage ist. Und sobald es gibt auch keine Pflicht, eine Einwilligung einzuholen, wenn auch andere Rechtsgrundlagen greifen. Das heißt, wenn die Ansprechpartner gespeichert werden, muss keine Einwilligung vorliegen. Vor allem bei Ansprechpartner von Lieferanten kann es auch sein, dass es die Speicherung notwendig ist, zum Beispiel um Rückfragen bezüglich der Bestellung zu klären. Und dann werden wir auch zum Beispiel in der Rechtsgrundlage von Artikel 6 Absatz 1 Litera B, nach Litera B kann man Daten verarbeiten, die zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist. Also hier klare Antwort auf die Frage, es muss keine Einwilligung vorliegen. Eine Einwilligung kann eingeholt werden, aber man kann die Ansprechpartner von Lieferanten genauso auch aufgrund von berechtigten Interessen speichern oder aufgrund zur Vertragserfüllung. Genau, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Genau, so, damit haben wir noch eine Minute für die letzte Frage.
Timing ist alles. Und da ist die Frage, ich glaube, das bezieht sich auf die, also auch auf die Interessenabwägung, die man im Rahmen von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F vornehmen muss. Und wir beide gesagt hatten, es kommt auf die vernünftigen Erwartungen der Leute an. Und jetzt ist die Frage, kann man davon ausgehen, dass die Leute damit rechnen werden, mit dem Datenverarbeitungsschritt, nur weil es alle so machen. Das ist in der Tat so. Es ist natürlich schon so, dass, ja, ich hatte es ja an meinem Amazon-Beispiel gemacht, wenn wir gewöhnt sind, dass das passiert, das ist genau das, worum es geht sozusagen, dann ist das in Ordnung. Dann wird das Pendel eher in Richtung des Verantwortlichen schwingen. Was eben auch bedeutet, dass sich das ändern kann. Ne? Also wenn bestimmte Möglichkeiten da sind, Standortdaten erhoben werden, jetzt standardmäßig mehr und mehr, dann wird man eher dazu kommen, dass es dort nach 6.1f eine Rechtfertigung vorliegt. Die Datenschutzbehörden rufen da natürlich dazwischen, na Moment mal, das kann doch nicht sein, dass es sozusagen eine Gleichbehandlung im Unrecht gibt, nur weil es alle falsch machen, heißt doch nicht, dass man jetzt damit rechnen kann. Das ist ein bisschen ein Zielkonflikt, aber es ist richtig und es wird im Prinzip auch so eingesehen, dass wenn sich die Dinge ändern, dass das dann auch dazu führen kann, dass sich die Einstellungen der Leute ändern und dass das eben dann eben doch so in Ordnung ist. Kann aber auch sein, dass es so läuft wie die bei Cookies und dass wir jetzt so alle immer einwilligen müssen, egal wo wir sind, obwohl wir alle wissen, dass die schon immer alle Cookies gesetzt haben, aber das hat nochmal ein bisschen anderen Hintergrund. Ich wollte nur Zeit gewinnen, um sie zu lesen. Jetzt habe ich es vergessen, sie zu lesen in der Zeit. Einwilligungserklärung, also lese mal vor. Wie geht man am besten damit um, dass die Einwilligungserklärung Information für eine Person selbst auch personenbezogen ist? Hat man hier nicht einen Zirkelschluss? Wie erreicht man, dass man Daten idealerweise anonymisieren sollte? Wie angehen an die Frage? Also Sie brauchen ja eine Einwilligung nicht für anonyme Daten. Ja, wenn Sie Daten haben, die am Ende anonym sind, dann brauchen Sie keine Einwilligung. Richtig ist, dass die Anonymisierung selber schon wiederum ein rechtfertigungsbedürftiger Schritt ist, bloß da kommen Sie auch häufig ohne Einwilligung aus. Das heißt, unser Grundansatz wäre mal, die Einwilligung ist eher die Notlösung. Es ist besser, einen Weg zu finden, wo man mit Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F, Sie können es nicht mehr hören, klarkommt, also mit den berechtigten Interessen. Wenn man aber eine Einwilligung braucht, dann müssen Sie die natürlich einholen, bevor Sie irgendwelche Datenverarbeitungsmaßnahmen, für die Sie die Einwilligung brauchen, vornehmen. Und zu diesem Zeitpunkt kennen Sie ja die Personen und zu diesem Zeitpunkt wissen Sie auch, und müssen Sie auch im Zweifel dokumentieren, dass diese Person eine Einwilligung erteilt hat. Das heißt, Sie müssen wissen und im CRM oder sonst wo gespeichert haben, welchen Einwilligungstext hat diese Person akzeptiert und durch Klick oder Unterschrift oder welche Maßnahmen auch immer zu erkennen gegeben, dass sie mit dem jeweiligen Datenverarbeitungsschritt einverstanden ist. Und genauso, wenn Sie sagen, wir brauchen keine Einwilligung, aber wir müssen die Leute informieren, dann müssen Sie dokumentieren können, dass Sie alle Personen, die zu diesem Verarbeitungsschritt gekommen sind, vorher informiert haben. Ja, also sprich, Dokumentation ist everything, hatte ich vorhin schon mal auf der Folie, gilt dann eben auch hier. Ja, also insofern ist es kein Zirkelschluss, dass sozusagen die Information ja auch Personenbezug voraussetzt, weil Sie brauchen ja die Information oder die Einwilligung zu einem Zeitpunkt, wo die Daten nicht anonym sind. Und da können Sie natürlich den Personenbezug jeweils vornehmen und oder die Einwilligung dann jeweils dokumentiert auch ablegen. Genau, ja, damit sind wir durch. Dann bedanke ich mich erstmal für die Teilnahme. Wir haben auch noch ein weiteres LawTeX Compliance-Thema, Transfer Pricing, sehr zeitnah. Bitte beobachten Sie da die Webseite und richten Sie sonst natürlich alle Fachfragen an die Hertinger Rechtsanwälte. Immer vielen Dank. Schönes Wochenende schon mal. Ja.